Ja, und wir sind wieder zurück, Freddy und ich. Diesmal das Länderspiel bzw. das Qualifikationsspiel am 22.03.2013 zwischen Österreich und den Färöerinseln. Das letzte Spiel ebenfalls, also das Hinspiel in dieser Qualifikationsrunde, hat Österreich mit 3:1 gewonnen. Davor gab es noch drei Aufeinandertreffen, ein 1:1. Ein 3:0 für Österreich sowie ein 1:0 für die Färöerinseln. Zu der Performance. Guck aber mal, wann das 1-0 war. Das ist nämlich, also ich glaube, es war Ja, 1990. 1990, ist ja egal. Dann zu der Performance. Österreich aktuell unterwegs mit 43%. Das letzte Spiel war ein Freundschaft, beziehungsweise die letzten beiden Spiele waren Freundschaftsspiele, darunter ein 2:1 gegen Wales. Und also 2:1 Niederlage gegen Wales sowie eine 3:0 Klatsche durch die Elfenbeinküste. Dann anschließend drei Qualifikationsspiele, ein 4:0 Sieg über Kasachstan, ein 0:0 gegen Kasachstan sowie eine 2:1 Niederlage gegen Österreich. Bei den Färöerinseln aktuelle Performance, schöne 7%, letztes Spiel 4:1 gegen Irland verloren in der Qualifikation. Davor ein 2:1 gegen Schweden sowie ein 3:0 gegen Deutschland. Ja. Dazwischen ein Freundschaftsspiel gegen Island, das haben sie auch 2:0 verloren. Und ein Freundschaftsspiel gegen Murcia mit 0:0. Ja, die Torschützen für Österreich. Marc Janko ist bester Schütze mit 2 Toren, dahinter der Bayer David Alaba mit einem sowie Stuttgarter Hanik und Zlatko Junuzovic von Bremen. Die Tore für die Färöerinseln haben bisher Baldvinsson und Hansen gemacht. Österreich aktuell Vierter der Gruppe, 4 Punkte plus 3 Tore. Die Färöerinseln alle 3 Spiele verloren, 2:9 Tore und 0 Punkte. Ja, zum Kader. Interessanteste Spieler bei Österreich mit Sicherheit Alexander Dragovic, einer der zukünftigen Innenverteidiger, wie ich meine. Dann Kapitän Christian Fuchs. Ich weiß nicht, inwieweit der wieder fit ist. Dann noch David Alaba sowie Marko Arnautovic, der ja so die Skandalnudel der Elf ist. Bei den Färöerinseln, da fällt das Ganze schon deutlich schwerer aus. Der Spieler mit dem größten oder höchsten Marktwert, gerade mal 500.000 Euro laut Transfermarkt, Ja, immerhin würde ich sagen, ne? ist Christian Holst, 31-jähriger offensiver Mittelfeldspieler, spielt in müsste Dänemark sein bei Silkeborg IF. Ansonsten, ja, beachtenswert ist, im Tor haben sie, ich weiß jetzt nicht, ob er spielen wird, aber Gunnar Nielsen, der ist aktuell arbeitslos, sag ich mal, hat keinen Verein, aber spielt in der Nationalmannschaft, also Ja, gut, bei Ferrari, ne? heißt schon was, ne? Ja, also, was ist so dein Tipp, beziehungsweise deine Tendenz in dem Spiel hier? Ja, gut, normalerweise würde ich sagen, man klatscht die Färöer mal eben weg, aber das ist ja Österreich, von denen wir hier sprechen. Deswegen 2:0 tippe ich mal auf ein 2:0. 2:0 sagst du? Ja. Ich glaube auch, dass Österreich gewinnt, aber ich tippe auf ein 3:0. Ja, man darf sie nicht unterschätzen, ne? Sie haben gegen Ja. Deutschland auch nur 3:0 verloren und da hat sich Deutschland auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. CC Und es ist immer noch Schweden. Österreich, ne? Da weiß man nie. Entweder sie rufen eine gute Leistung ab, oder sie können auch da total es verbocken. Ja. So wie das eine, Das wo ist, Arnautovic so aus 2 Metern das Tor nicht getroffen hat. weiß man gegen